Hallo und herzlich willkommen zu Teil 101 von Mass Effect 3. Wir waren beim Unbekannten, haben seine Basis infiltriert und zerstört. Das heißt, haben ihn vertrieben. Also wir haben ihn tatsächlich, wir sind ihm nicht begegnet. Er hat es wohl geschafft, rechtzeitig zu fliehen. Wahrscheinlich schon vor dem Angriff war er weg, kann ich mir gut vorstellen. Der hat es ja vielleicht irgendwie wieder gerochen. Aber Kai Lang ist tot, den haben wir getötet. Und wir wissen jetzt, was der Katalysator ist. Der Katalysator ist die Citadel und die Citadel wurde jetzt tatsächlich zur Erde verschoben. Das heißt, wir bringen jetzt den Tigel zur Erde und wir sind echt über 8000. Wir haben es geschafft, über 8000 zu kommen. Wir bringen den Tigel zur Erde und dann, ja, dann ist es soweit. Dann kommt der große Endkampf. Was gibt's denn da Neues hier? Reaper-Gehirn, oha. Das heißt, das hat sich jetzt ganz am Ende doch noch gelohnt, wahrscheinlich die Kollektorenbasis am Leben zu lassen. Ganz am Ende hat sich's doch gelohnt, sonst hätte man die 110 Punkte nicht mehr gekriegt. Der Unbekannte hat den wertvollsten Teil des menschlichen Proto-Reapers geborgen, den die Kollektoren gebaut haben, seinen Zentralprozessor. Dieses Gehirn wurde reaktiviert, um als Computer zu fungieren, denn es kann unfassbare Datenmengen innerhalb von Nanosekunden verarbeiten. Die Techniker des Tigels nehmen den Prozessor auseinander und arbeiten mit Unterstützung von Drohnen oder strenger Überwachung in Schichten. Obwohl der direkte Kontakt mit Reapern gefährlich ist, sind die Techniker der Ansicht, dass sich das Risiko lohnt, wenn man dabei möglicherweise Schwächen im Aufbau der Reaper findet. Das denke ich doch auch, dass es um über 8000 zu kommen, dass es sich dafür lohnt. Wir werden jetzt noch ein letztes Mal mit der Crew reden, oder ich weiß nicht, ob es ein letztes Mal ist, aber ich glaube, weil wahrscheinlich das... So viel zum Thema Servos. Bleibt nur noch die Erde. Bist du bereit? Ja, verdammt. Steck mich in ein Shuttle. Ich will meinen Enkel nicht erzählen müssen, dass ich den ganzen Krieg lang eine Tür bewacht habe. Das verstehe ich. Das verstehe ich. Bereit, wenn Sie es sind, Commander. Spezialistin Trainer. Ich bin okay. Wirklich. Das überrascht mich selbst, aber ich bin okay. Sie machen Ihre Uniform Ehre, Samantha. Ich hatte ein sehr gutes Vorbild. Commander? Ja, mit allen noch ein letztes Gespräch führen. Post haben wir keine gekriegt. Das finde ich gut. Der Abschied sozusagen von der Crew vielleicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe natürlich, alle überleben, aber ich glaube es nicht. Oh, wie er trinkt. Verstehe ich. Kurz vorm letzten Kampf noch ein bisschen trinken. Erinnern Sie sich an den ersten Flug nach Eden Prime, wo uns der turianische Spectre beobachtet hat? Nein, Liz. Genau. Da habe ich gesagt, diese Mission wird größer als erwartet. Sie haben viel gesagt. Er hat echt viel gesagt. Damals, Joker, das war noch Zeiten. Stimmt, da fing es an tatsächlich, gell? Im Cockpit. Mit Joker. Der sagt, dass er Nihilus nicht mag. Und dass es irgendwas Größeres geplant ist. Und Kai Dan sitzt auf dem Co-Pilotensitz und sagt, dass er hier Dings hat, dass er. Keine Ahnung, wie hat er es gesagt? Ich weiß es nicht mehr genau. Nicht komplex, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, damals fing alles an. Damals fing alles an und jetzt endet alles. Eine Vorhersage, die sich als zutreffend erwiesen hat. Und jetzt fliegen wir zurück zur Erde. Wird diese Mission denn auch größer als erwartet? Hoffentlich nicht. Ein hübscher kleiner Routinejob wäre mir lieber. Mir auch. Es war mir eine Ehre, Commander. Mir auch, Joker. Mir auch, Joker. Ich weiß nicht, wie es enden wird, aber in jedem Fall... Was soll das heißen, in jedem Fall? Jeder weiß doch, was passieren wird. Wir drehen den Reaper in den Arsch. Ja, Mann. So wie immer. Und ich fliege sie lässig mitten rein. Jawohl, Joker, so sieht's aus. Paranoia, hat er gesagt. Paranoia war das Wort. Commander? Wir treten den Reapern in den Arsch. Gell, Edi, das werden wir machen. Die ist bereit, Shepard. Alle Systeme einsatzbereit. Munition geladen. Nachladen vollständig vorbereitet. Triebwerktreibstoff voll. Cyberkrieganlagen haben sich so weiterentwickelt, dass Computervorhersagen nicht mehr getroffen werden können. Außerdem habe ich Joker geküsst, weil das Glück bringt. Wie sieht's aus, Edi? Gibt's größere Fragen? Noch letzte Nein. Fragen? Kleine vielleicht? Nein. Ungelöste Probleme?
In welcher Hinsicht? Vielleicht ein nicht perfekter Designer, der als zweifelhafte Vaterfigur herhalten könnte? Mit Sicherheit nicht. Gibt es einen Auslöser für diese Form der Befragung? Ich habe nur gelernt, dass man diesen Dingen auf den Grund gehen muss. Ich will nur noch ein letztes Gespräch haben. Die Normandie ist bereit, Shepard. Die Normandie ist bereit, hoffentlich bin ich es auch. Dann lasst uns mal nach unten gehen. In den Hangar mit Cortez und mit James noch reden. Cortez, mein Freund. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie nach mir sehen. Es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Das hoffe ich, weil dieses Ding musst du ganz am Ende wohl auch nochmal fliegen. James? Es diesem Schwein Kai Lengheim zu zahlen, muss ein gutes Gefühl gewesen sein. Das war es, keine Frage. Ich wünschte nur, wir hätten den Unbekannten erwischt, bevor er uns wieder austricksen konnte. Geht mir genauso. Naja, zumindest können wir zurück zur Erde. Ich wollte das immer. Ich kann nur hoffen, diese Reaper werden bezahlen. Für alles, was sie getan haben. Hören Sie dieses Summen? Oder bin das nur ich? Das hoffe ich, dass die Reaper für all das bezahlen werden. Das hoffe ich. Aber ich weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall richtig, richtig hart, glaube ich. Richtig, richtig hart. Hey, Shepard. Das war hart. Zum Glück haben es alle rausgeschafft. Bereit für die Heimreise. Heim. Zurück zur Erde. Oh ja, ich bin bereit. Wird auch Zeit. Höchste Zeit. Und wenn die Reaper die Sachen angerührt haben, die ich zurücklassen musste, werde ich stinksauer. Bis später, Shepard. Hey, Shepard. Bis später, Kaidan. Bis später, auch Begleiter seit Teil 1, leider in Teil 2 nicht dabei. Genauso wie Liara, auch eine Begleiterin von Teil 1, die in Teil 2 nicht dabei war. Dr. Chuck, was? Sie sind seit den Tagen unter Captain Anderson weit gekommen. Es war mir eine große Ehre, diese Reise mit Ihnen zu bestreiten. Ich bin stolz auf Sie. Danke, Doktor. Danke, Doktor. Leben Sie wohl, Shepard. Und viel Glück. Sie sind seit den Tagen unter Captain Anderson. Leben Sie wohl, Shepard, wie es sagt. Es war mir eine große Ehre, diese Reise mit Ihnen zu bestreiten. Ich bin stolz auf Sie. Danke, Doktor. Shepard, wir verabschieden uns gerade. Und schließen einige Wetten unter Freunden ab. In Ihrem Fall überaus optimistische Wetten. Ein turianischer Militär gegen eine quarianische Mechanikerin. Und ich bin optimistisch? Erinnern Sie sich an Ilos? Ja, dort wimmelte es von Geth, was die Chancen zu Ihren Gunsten beeinflusst hat. Ausreden. Dieses Mal werden Sie wohl keine synthetischen Wesen hacken. Ich habe immer noch die Schrotflinte. Ein paar Reaper-Einheiten lasse ich nah genug an Sie ran, damit Sie sie auch einsetzen können. Danke. Aber wenn Sie an mir vorbeikommen, haben Sie sie natürlich gleich im Nacken. Dafür habe ich meine Panzerung. Sie beide sind länger bei mir als die meisten anderen. Ja. Sie haben an mich geglaubt, als es niemand sonst getan hat. Danke. Wir bringen es so zu Ende, wie wir es begonnen haben. Zusammen. Verdammt richtig. Das werden wir. Das stimmt. Wir werden es echt als wir drei. Ich habe es mir gerade überlegt, auf der Erde wäre es vielleicht schon irgendwie cool, die Menschen mitzunehmen. Also Kaldan und James oder vielleicht Edi auch interessant. Aber ich glaube, ich nehme die beiden mit. Die waren von Anfang bis Ende dabei. Von der Citadel in Teil 1 bis jetzt zur Erde. Nur die beiden. Wenigstens haben wir diesen Mistkerl Kai Leng getötet. Hoffentlich klappt das auch mit seinem General. Schon erstaunlich, wie sich der Kreis jetzt schließt. Die Citadel war das Zentrum der galaktischen Zivilisation, eine Falle der Reaper und lange Zeit mein Arbeitgeber. Und jetzt ist sie unsere einzige Chance auf den Sieg. Ich denke, wir sollten sie nach Hause bringen, Shepard. Die Erde wird entweder zum Schauplatz unseres Sieges oder eine Ruine, über die sich der nächste Zyklus den Kopf zerbricht. Naja, aber wirklich, was ist hier passiert? Und wem soll ich jetzt in den Hintern treten? Vor allem dann werden, also keine Ahnung, werden wir wahrscheinlich ausgelöscht. Und wem soll ich jetzt oder in den alle Hintern ausgelöscht? Treten? Kila Selai, Shepard. Kila Selai, Tali. Kila Selai, Shepard.
Aber es sind alle da, es werden alle helfen. Asari, Salarianer, Turianer, Kroganer, Quarianer, Geff. Das private Nachrichtenterminal hat neue Korrespondenz. Rachni. Es sind alle da, es werden alle helfen. Auch Volus und Elkor werden helfen. Auch Watcher werden helfen. Es werden alle helfen. Wie geht es Ihnen, Liara? Nervös, verängstigt, begierig loszuschlagen. Aber auch froh, hier zu sein. Und ich bin bereit, wann immer Sie es sind, Shepard. Ich glaube, ich habe meine Ausrüstung bereits 3-mal überprüft. 7-mal, Dr. Tissoni. 7-mal. Halten Sie mich auf, wenn ich es das 8. Mal versuche. Der Unbekannte glaubt, er sei bereit für uns. Wir sollten ihn nicht warten lassen. Wir schaffen das, Shepard. E-Mail von Captain A. Reynolds an Miranda Lawson. Miss Lawson, die Allianz möchte Ihnen ihren Dank für Ihre Unterstützung aussprechen. Mit den Informationen über Cerberus, die Sie uns haben zukommen lassen, konnten wir geplante Überfälle auf unsere Versorgungskonvois umgehen. Wir würden Ihnen ja zusätzliche Ressourcen anbieten, aber uns wurde mitgeteilt, dass Sie mittlerweile über einen privaten Jäger der F-Klasse verfügen und sich mit früheren Kollegen zusammengetan haben. Außerdem scheint es so zu sein, dass mehrere Cerberus-Basen von privaten Spezialeinsatztruppen angegriffen wurden, die keiner bekannten Gruppierung angehörten. Die Allianz kann derartige Operationen offiziell nicht gutheißen oder auch nur bestätigen, dass sie überhaupt stattfinden. Viel Glück, Miss Lawson. Cliff, mein Freund. Du bist auch ein bisschen mein Freund geworden, Cliff. Auch wenn du nicht die Haupt-KI hier bist, aber trotzdem, trotz allem. Boah, ich bin echt aufgeregt, gell? Ich will gar nicht zur Erde. Arcturus-Station zerstört und das Allianzparlament vermutlich tot. Aber Admiral Stephen Hackett sagt, die Flotten könnten sich sammeln. Wir hören es von ihm persönlich, hier bei Battlespace. Dass wir mit der nicht noch eine Unterhaltung führen. Sind Sie in Ordnung? Ich komme aus einer Kolonie, Shepard. Bekenstein. Sie war ein direkter Nachbar der Citadel. War? War. Tut mir leid. Die Reaper sind nicht mal gelandet, um zu ernten, sondern haben direkt aus dem Orbit das Feuer eröffnet. Krass. Weil die Reaper Industriegebiete bombardieren und wir Fabriken haben, die Ferngläser herstellen. Fabriken hatten. Wir werden sie besiegen. Krass, Bekenstein war da, wo wir mit Kasumi waren, wo wir da infiltriert haben. Das war so ein reichen Planet irgendwie, glaube ich. Chavik, auch mit dir letzte Unterhaltung. Ich bin für alles bereit, was vor uns liegt, Commander. Die Reaper haben die Galaxie lange genug heimgesucht. Es ist Zeit, diesen Albtraum zu beenden. Der Tod meiner Soldaten wird gerecht werden. Die Ereignisse im Kronia-Nebel waren nicht vergebens. Der letzte Proteaner erwartet ihren Befehl. Oha, wie er das sagt. Der letzte Proteaner erwartet ihren Befehl. In meinem Zyklus gab es keine letzte Schlacht gegen die Reaper. Ein großer Augenblick liegt vor Ihnen, Commander. Ja, das ist schon krass. In meinem Zyklus gab es, wenn es eigentlich davor schon verloren war, du überhaupt nicht mehr die Mittel hattest. Aber wir haben sie noch. Das heißt, gewinnen oder untergehen, wird die Frage sein. Chavik wäre auch ein cooler Begleiter. Haben Sie schon mal Aufnahmen von Liaras Mutter, Matriarchin Benesia, gesehen? Ja, was ist damit? Und erinnern Sie sich an Samara, die Asari-Justikarin? Worauf wollen Sie hinaus, Kenneth? Ist Ihnen aufgefallen, dass ältere Asari etwas mehr Vorbau zu haben scheinen? Die bei denen wohl einfach so weiterwachsen? Ist das sein Ernst? Ich glaube, ich werde meinen Ruhestand in einem Asari-Seniorenheim verbringen. Falls ich sie nicht vorher umbringe. Richtig witzig, ey. Der Galgenhumor hier noch kurz die vor Ende. Die ist bereit, Commander. Ein Befehl und wir bringen sie zur Erde. Und Commander, es war eine große Ehre, Teil des Teams zu sein. Das empfinde ich ebenso, Gabby. Ja. Viel Glück und seien Sie vorsichtig, okay? Jawohl, Ma'am. Die Normandy ist bereit, Commander. Ein Befehl. Viel Glück bei dem Angriff. Ich wünschte, ich könnte mitkommen. Es war eine ganz bestimmt nicht. Ich habe sie mal schießen sehen. Das empfinde ich ebenso, Gabby. Dann wünschte ich eben, ich könnte besser schießen. Und als nächstes wünschte ich. Jawohl, Ma'am. Passen Sie auf sich auf, Shepard. Sie auch, Donnelly. Sie auch, Donnelly. Ihr wart eine coole Truppe hier unten.
Im ersten Teil du und im zweiten Teil ihr beide und im dritten Teil alle. Commander, die Normandy ist so bereit, wie sie nur sein kann. Für mein Team gilt das auch. Wir sind auf alles vorbereitet, komme, was da wolle. Und Commander, was immer heute auch geschieht, es war mir eine Ehre und ein Privileg, mit Ihnen zu dienen. Das kann ich Ihnen zurückgeben, Adams. Sagen Sie es Ihnen, Sir. Wie sie das alles sagen, voll cool. Es war eine Ehre, unter Ihnen zu dienen. So, ich würde mich gerne nochmal hinlegen. Nach den Fischen gucken, die haben jetzt ihr automatisches Fischfütterungssystem. Nach Ashley schauen. Nachrichten haben wir keine. Rache, tatsächlich, von Diana Ellers. Commander, ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist, wie viel Sie den Leuten bedeuten, aber mir schon. Wenn ich lese, was so alles im Postfach von Battlespace ankommt, da würden sogar einem Geff Tränensäcke wachsen. Seitenweise bitten Leute darum, dass sie den Planeten ihrer Mutter retten oder die Heimatwelt, die sie verlassen haben, oder die Bergbaukolonie, in die sie ihr Vermögen investiert haben. Sie wissen nicht, dass sie das alles gar nicht leisten können. Sie wissen nur, dass Commander Shepard einen Reaper besiegt hat und es wieder tun kann. Ich weiß, wie diese Leute sich fühlen. Als ich von Beckenstein erfuhr, war es, als hätte jemand sämtliche Nerven in meinem Körper durchschnitten. Aber ich muss daran glauben, dass das nicht das Ende ist. Ich muss daran glauben, dass sie die Reaper vernichten werden. Und ich werde dabei sein und es filmen. Und wenn der Kampf vorüber ist und mein Signal über Tidebeam gesendet wird, dann werden Leute aus der ganzen Galaxie sich versammeln. Sie werden auf ihren Sofas sitzen und zusehen und feiern. Und eines Tages werden sie auch wieder lachen. Lachen ist wichtig. Ich will, dass sie alles wieder normal machen, Shepard. Denn das ist die beste Rache, die ich mir vorstellen kann. Diana. PS. Wenn ich das hier überlebe und sie nicht, werde ich für ein Heldenbegräbnis und eine Beckenstein-Totenwache sorgen. Das ist so etwas Ähnliches wie eine irische Totenwache, nur nicht so nüchtern und in sich gekehrt. Danke, Diana. Vielen Dank. Es kann gut sein, dass wir das nicht überleben. Es kann gut sein. Lasst uns noch einmal Tali anschauen. Wie sie unter der Maske aussieht. Wie schön sie unter der Maske aussieht. Schade, dass wir es nicht so gesehen haben. Hätte ich gern gemacht. Und dann lasst uns losgehen. Auf zur Erde. Auf ins Soul-System, auf zum finalen Endkampf. Wir könnten uns auch alle im Stich lassen und fliehen, einfach wegfliegen. Noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte von den Reapern entfernt zu leben oder vielleicht sogar noch länger, wenn wir uns irgendwo hin verstecken. Wenn wir einfach irgendwo in irgendeine Richtung fliegen, wo kein Massenportal ist. Lokaler Cluster. Da sind sie alle, sind sie da. Hackett's Flaggschiff bestimmt, oder? Commander, Prioritätsmeldung für Sie von Admiral Hackett. Ja. Er will an Bord kommen. Hackett's Hallo, Flaggschiff. Jawohl, Commander. Wie ihn sehen will, Admiral. Commander? Admiral. Sind Sie bereit, die Mächte der Galaxie über den Reapern zu entfesseln? Jawohl, Sir. Dann Jawohl, machen wir die Sir. Flotten bereit. Alle Flotten machen Meldung, Sir. Noch nie sind so viele zusammengekommen. Aus allen Ecken der Galaxie. Aber wir hatten auch noch nie einen Feind wie diesen. Die Reaper zeigen keine Gnade.
und wir werden es ihnen gleich tun. Sie terrorisieren unsere Völker. Wir müssen diesem Terror entgegentreten. Sie setzen nach, bis unsere letzte Stadt fällt. Aber wir werden nicht fallen. Wir werden siegen. Jeder von uns wird sich in der kommenden Schlacht beweisen. Nicht nachlassen. Stärke zeigen. Gemeinsam. Hackett, Ende. Shepard, die Schwertflotten sind bereit zum Angriff auf die Reaper rund um die Erde. Sie beschäftigen den Feind und Sie nehmen mit den Hammerbodentruppen London ein. London? Warum nicht direkt gegen die Citadel vorgehen? Das kann Ihnen Anderson sagen. Admiral, wie sieht's bei Ihnen aus? Wir sind bereit, das zu beenden. Aber wie Sie sehen, ist die Station dicht, seit er über London aufgetaucht ist. Die Arme müssen offen sein, um den Tigel anzudocken. Ganz genau. Aber London ist umringt von Hades-Kanonen. Solange sie aktiv sind, können die Hammertransporter nicht landen. Sie führen eine Staffel kleinerer Shuttles an. Infiltration mit einem Bodenteam und dann schwere Waffen gegen die Kanonen. Hammer kann landen und wir richten eine vorgeschobene Operationsbasis ein. Wie sollen wir von London aus zur Citadel kommen? Die Reaper transportieren mit diesem Strahl lebende und tote Menschen zur Citadel. Von der VOB aus startet Hammer einen Frontalangriff auf den Citadel-Strahl. Jedes Team, das es soweit schafft, nimmt den Strahl zur Citadel und versucht, die Steuerung der Citadel-Arme zu finden und zu aktivieren. Sobald wir die Arme sehen, eskortieren Abschirmflotten den Tigel zur Citadel. Entscheidend ist das Timing. Wir haben nicht genug Feuerkraft, um den Tigel lange zu schützen. Nie ist es einfach. Warum sollte das plötzlich anders sein? Ein Wahnsinn. Ich will unsere Chancen gar nicht wissen. Aber es gibt keinen anderen Plan. Wenn wir warten, bluten uns die Reaper aus. Konventionell können wir sie ohne Tigel nicht besiegen. Öffnen Sie die Arme, Commander. Um jeden Preis. Wir machen den Rest. Jawohl, Sir. Viel Glück für uns alle. Danke, Hackett. Danke. Das werden wir brauchen. Das werden wir brauchen. Soll ich beide bis von Anfang bis zum Ende jetzt mitnehmen? Oder soll ich noch durchwechseln? Ich weiß es nicht genau. Wenn ich jetzt zur Erde gehe, ob ich die beiden erst mitnehmen soll. Nochmal alle mitnehmen. Ich weiß halt nicht, wann der Finalkampf kommt. Können wir nochmal wechseln? Ich weiß es nicht. Von Anfang bis Ende. Garrus und Tali. Auch wenn es wahrscheinlich schön wäre, die anderen mitzunehmen. Die anderen die Erde sehen zu lassen. Aber wir müssen es jetzt mit ihnen durchziehen. Mit ihnen beiden. Angriff der Drohne für kurze Distanzen. Schaden und verbessert Schilde. Das ist gut. So dass elektromagnetischer Impuls auf 3 weitere Ziele überspringt. Das ist auch gut. Das machen wir auch. So. Los geht's, Freunde. Los geht's. Nähern uns Solportal, Commander. In 30 Sekunden sind wir durch das Portal. Wie wir alle kommen. Es beginnt. Und es endet. Destiny Ascension. Asari. Meldung der Allianzflotte. Meldung der Turianer. Meldung der Asari-Flotten. Hohoho. Meldung der Quarianer. Quarianer-Flotten. Quarianische Flotten gemeldet und bereit. Meldung der Geth-Flotte. Meldung der Kroganer. Alle Flotten machen Meldung, Commander. Bereit für Ihren Befehl zum Angriff. Es
Es ist so viel. Es ist so eine Armee. Es ist so eine Streitmacht. Ob die eben noch leben in der Citadel? Oder die alle tot sind? Bereit machen für mein Signal! Feuer! Alter! Hilft es nicht die Erde? Okay. Wow, wie viele Reaper das einfach sind. Was für eine Reaper-Armee. Das sind alles Schlachtschiffe. Greifen Sie auf mein Kommando die Reaper-Streitkräfte an! Verstanden! Alle Jäger mir nach! Halt! Das ist so eine Flotte. Guckt euch Angriff. Diesen Kampf Bestätige. An. Ich verstehe nicht, warum der Ton manchmal so leise dann wird. Melde mich ab, bereite Sinkflug vor. Dieser Kampf ist völlig irre. Wie viele da wohl sterben? Shepard! Viel Glück. Ihnen auch, Joker. Geiler Typ, der Joker. Der war auch von Anfang an dabei. Immer. Immer auf dem Schiff. Was für ein cooler Typ. Vorhut ist unterwegs. Hammer ist in Position und wartet, bis ein Weg freigeräumt ist. Normandy wieder bei Schwert. Viel Glück. Ich bin bald wieder zurück. Ich nehme Sie beim Wort. Normandy Ende. Wir nähern uns der LZ, Commander. Wie sieht's aus? Es ist die Hölle. Sehen Sie selbst. London. Es tut mir leid. Ich weiß, es ist schwer. Ich erkenne sie kaum wieder. Scheiße. Anvisiert. Festhalten! Oh oh. Verdammt! Status! Das war der Trupp, der das Verteidigungsgeschütz ausschalten sollte. Na toll. Wer ist jetzt dran? Wir. Niemand in der Umgebung. Alle im Einsatz oder abgeschossen. Absetzen. Sir? Wir müssen das Ding ausschalten, damit Hammer landen kann. Verstanden. Planänderung, Leute. Wir werden diese Hades-Kanone ausschalten. Zu Fuß dürfte schwierig werden. Das abgestürzte Shuttle hatte bestimmt schwere Waffen an Bord. Perfekt! Sie haben's gehört. Wir begeben uns sofort zu dem abgestürzten Shuttle. Wir durchsuchen das Wrack nach schweren Waffen. Bin bei Ihnen, Shepard. Italien hat nichts so zu sagen, irgendwie. Jetzt! Los! Los! Oh, shit! Verdammt, ich kann hier nicht bleiben, Sir! Hauen Sie ab und holen Sie uns erst, wenn wir das Geschütz ausgeschaltet haben. Verstanden. Cortez, Ende. Also gut, dann weiter.
Unsere Imba-Pistole werden wir einfach verwenden, werden uns hier komplett durchballen. Wow! Alter, dieser Dings, dieser Reaper-Laser. Bin mal gespannt, ob wir alle nochmal sehen jetzt. Alle, die sich am Kampf beteiligen. Ah, guck, gegen die ist das gar nicht so krass, die Waffe, gell? Das ist natürlich auch immer noch sehr stark, aber... Sie sind auf jeden Fall keine One-Hits. What? Oh. Hat mich das Ding gerade abgeschossen? Okay, Freunde, aber das ist ein guter Moment, um hier aufzuhören. Ich denke mal, dass es bestimmt noch ein paar Folgen gehen wird, aber ich habe keine Ahnung, wie lange noch. Aber wir werden die Erde befreien. Wir sind in London und wir werden die Erde befreien. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut, haut rein und tschüss.